Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Department au Belleron. Ja, mit der Hirschfeld-Community, ne? Das ist im Prinzip das, was ich euch angekündigt habe. Wir machen jetzt das Abschlussvideo. Die Community hat noch weitergespielt auf dem Server, wo die das Sonnenblumenöl produziert haben. Und für das Abschlussvideo begrüße ich heute noch Hans, Günther, René, den Sebastian, Toni, Frank und Felix. Hallo. 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 Guten Abend. Hallo. Guck mal, wie gesittet die so schön nacheinander Hallo sagen. Ich glaube, das sagt viel drüber aus, wie ihr jetzt auch in den Tagen hier noch gespielt habt. Also ich habe auch tatsächlich eine schöne Harmonie wahrgenommen, als ich gerade hier reingekommen bin. Fand ich total schön. Also ich, liebe Zuschauer, ist wirklich irre, was die hier noch geleistet haben. Gucken wir uns aber natürlich jetzt nach und nach mal an. Und ich würde sagen, jetzt wo die Ampel grün ist, gehen wir mal rum und gucken mal, die Jungs hier alle geleistet haben. Da stehen sie in Reihe und Glied. Ach, schön. Ja, ich habe auch gesehen, ihr wart ja wirklich ständig immer wieder online. Ne? War mal zwei, mal drei, mal vier. Ihr habt durchgehend jetzt auch. Wir haben jetzt zum Aufnahmedatum 19.01. Habt ihr durchgehend auch was getan hier auf dem Hof und auf der Karte, ne? Jeden Tag. Immer. Ja, schon, genau. Schon irre. Das spricht aber auch dafür, im Prinzip waren wir ja mit dem Dauerstream durch. Und dass ihr dann wirklich noch weitergespielt habt, ich habe gedacht, das Ziel wird ihr euch, kommen wir nachher natürlich noch dazu, aber das Ziel, was ihr euch gesetzt habt, ist schon herausfordernd. Dass ihr das noch macht, habe ich schon gedacht, mal gucken, ob sie das so durchhalten. Aber nein, habt ihr tatsächlich gemacht. Und wie man oben am Kontostand sieht, ja, wart ihr fleißig und es geht euch nicht mehr ums Geld. Ne? So viel können wir sagen. Ja, wir hatten auf einmal sehr viel Sonnenblumenöl übrig. Uns geht das nicht so gut. Uns geht das nicht so gut, ja genau. Ich glaube, da fehlt das die Eins vorne. Ja, das stimmt. Das ist wirklich, bei dem Millionenbetrag ist wirklich nicht dreistellig. Deswegen ist auch noch ein bisschen knapp. Kann ich nachvollziehen, dass da der Schmerz noch groß ist. Aber ja, natürlich, das Sonnenblumenöl. Ihr hattet ja am Ende wirklich, konntet ihr 500.000 Liter am Tag locker liefern. Ne? Das war jeden Tag drin. Ja. Ja, kein Problem. Ja. Hätten wir auch mehr geschafft. So, und wenn man das umrechnet, was man da an Verkauf hat, wenn man das vertickt, dann, ja, dann bleibt natürlich ein bisschen Geld übrig. Mal einfach mal so. Da wundert der Kontostand dann nicht mehr, ne? Nee, da wundert der Kontostand wirklich nicht. Deswegen. Wir haben, glaube ich, 1,6 Millionen Liter Sonnenblumenöl verkauft. Gestern? Nee, gestern haben wir 2,2 Millionen verkauft. 2,2 Millionen Liter. Aber die waren jetzt nicht von einem Tag. Nee, die haben wir ein bisschen angesammelt, aber ja. So viele Tage waren das dann auch nicht. Nö, wie gesagt, ihr wart ja in der Lage, 500.000 am Tag zu schaffen. Also dann müsstet ja knapp in fünf theoretisch gegangen sein. Aber ihr wart ja jetzt nicht mehr mit 12, 13, 14 voll hier, sondern es sind schon auch ein paar weniger Leute geworden, ne? Ja, es wurde ein wenig anstrengend, ja. Es sollte doch keine Anstrengung sein, das sollte ja Spaß sein. Dafür war es doch da. Ja, natürlich hat das Spaß gemacht. Das erklärt, warum nicht die ganze Karte gekauft ist. Genau. Okay. Mit dem Kontostand könnten wir die ganze Karte kaufen, aber wir haben dann gesagt, warum sollen wir sie noch kaufen? Geld ist auch. Ja, man kann es auch nicht mehr, man kann es ja auch nicht mehr nutzen, also du kannst die Felder ja gar nicht mehr bewirtschaften. Ja. In der Menge. Genau. Wahrscheinlich sowieso schon schwer genug. Und wir hatten ja jetzt schon, hatten ja jetzt schon Probleme, die Felder in dem Rhythmus, wo wir uns mal festgelegt hatten, damit wir das Öl liefern konnten, konnten wir jetzt die Felder gar nicht mehr bewirtschaften. Das haben wir ja gar nicht mehr geschafft. Richtig. Weil das da waren dann doch ein paar wenig, zu wenig, die noch dann weitergemacht haben, sei es jetzt wegen Arbeit oder sonst irgendwelchen Sachen. Aber die Felder, wo wir jetzt dann schon bewirtschaftet haben, das sind schon eigentlich viel zu viel. Ich glaube auch nach über einem Monat, das war ja so zum Schluss,
oder nach einem Monat intensiven Spielen kann ich schon verstehen, dass die Leute auch mal wieder ins normale Leben zurück wollten. Und schon auch, auch verstehen können. Ich habe, aber liebe Zuschauer, kommen wir gleich zum Ende des Videos dazu. Ihr werdet mich noch dran erinnern. Da habe ich vielleicht noch einen Spoiler bzw. eine Aussicht für euch. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, wollen wir vielleicht mal eine Begehung vom Hof machen erstmal, was ihr so hier angehäuft habt, also was ihr an Geräten zusammengetragen habt? Lieben, ja. Gerne. Gerne, gerne. Würden wir gerne machen. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir hier mal bei den Traktoren an. Ich weiß gar nicht, wir fangen einfach mal rechts an, das ist ja relativ frei. Ich habe schon gesehen vorher auch, dass der 8R wirklich in allen möglichen Formen und Farben dahergekommen ist, ne? Der hat ja. Dann hat jeder seinen eigenen auch bekommen, ne? Die Namen stehen eigentlich auf dem Nummernschild. Ja. Aber hier hat jemand tatsächlich einen mit einem grünen, gelben Hirsch konfiguriert. Der ist, glaube ich, kaputt. Der ist kaputt, ja. Hans, hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, bis selbst gehört schon dazu, zum John Deere. Bisschen grün darf er auch sein. Ah, okay. Hinter die Ohren auch. Na gut. Noch hinter die Ohren. So, und dann haben wir hier eine Fendhalle. Sag mal, das ist ja nicht für jeden ein Schlepper. Ihr habt ja für jeden mehr oder weniger zwei Schlepper, oder? Wenn ich mir das hier so angucke. Also in dieser Halle befindet sich ein Drescher für eine Person privat und die anderen drei. Nee, die zwei Waisen außen sind so Allgemeinschlepper gewesen, die wir am Anfang hatten, wo man noch nicht so viel Geld hatten, dass man jeden einen Schlepper kaufen konnte. Ah, okay. Aber wir entsprechend die Zuchtleistung brauchten. Ja. Genau. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ja, und hier ist dann die Kompakttraktoren. Die Überreste. Die Überreste von den Startgeräten, ja. Ja, witzig. Ja, Hammer. Ja, hier sind Rubicons drin. Ja, ich habe schon gesehen, beim sollte man das nächste Projekt machen, dann müssen auf jeden Fall ein paar mehr Hirschfeldmods drauf. Ne? Aber mit einer Spritze habe ich überhaupt nicht gerechnet. Habe ich damals gar nicht dran gedacht, als wir angefangen haben, das Modset aufzuziehen. Aber ich denke, René, das speicherst du ab, ne? Beim nächsten Mal. Ist schon abgespeichert, weil ich habe da ganz ehrlich auch nicht dran gedacht. Ja, das war beim nächsten Mal. Dass die spritzen wollen. Ja. So, was haben wir hier? Hier sind noch ein paar Fans im Standardgrün mit Überladewagen. Das ist auch Startmodell-Trecker. Ach so, das die sind nur. Ja, die sind von Anfang ziemlich und die sind nur zum Saatguttransport gewesen. Okay. Aber haben ihren Dienst immer noch verrichtet. Lassen, ja. Dass die überladen. Okay. Oh, wir haben hier ein paar Häcksler. Am Start, habt ihr denn noch viel gehäckselt? Also wir haben eine Häckselaktion mal gemacht, aber habt ihr danach noch mehr gemacht oder ist das eher so Einmalnutzung gewesen? Das war die... Leila einmal nur. Ich glaube, es ist dann auch wirklich viel. Es hat sich finanziell halt einfach nicht rentiert zu häckseln, leider. Ach so, die, ihr hattet Silage gemacht und das hat sich nicht gelohnt? Nee. Okay. Nicht wirklich. Mit den Fermentern hat sich überhaupt nicht gelohnt. Da waren die Ölmühlen wesentlich rentabler. Ja, okay. Guck mal hier. Da ist ein, hat René einen blauen Streifen reingemacht. Ist ja auch witzig. Und da ist der vom TAS wahrscheinlich, ne? Nein. Nee. Dann Toni. Ach, der Teufelsdrache, genau. Ne? Natürlich, natürlich. Konnte ich bloß. Ach, schön. Also... ich finde es tatsächlich cool, die mal in so vielen unterschiedlichen Farbkombinationen zu sehen, die Traktoren. Für mich gibt es ja dann meistens nur so ein paar Kombinationen, aber die Menge an Kombinationen, die ihr hingestellt habt, ist cool. Da ist auch schöne Abwechslung drauf. Da denkt meistens man, ist meistens orange dabei. Genau, also ja, gut. So, jeder durfte so konfigurieren, wie er es gerne wollte. Ah, gut, ich glaube, ich habe den einen oder anderen schon ein bisschen getriggert, als ich gesagt habe, hör mal, da ist gar kein Orange dabei, das kann so nicht gehen, da sind die kaputt. Also da, danke, dass ihr da ein bisschen Orange dazu gepackt habt. Ja, ich schön. Wollte es eigentlich anders machen, aber nachdem ich den konfiguriert hatte, hat es mir nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann nehmen wir lieber Orange. Ja, bitte.
So, und hier oben haben wir dann noch die einer Gedenktraktor. Da hinten steht auch noch einer. Ja, der, wo du jetzt bist, das ist ja der richtige vom Heiner. Ich habe leider den falschen konfiguriert am Anfang. Okay, und der falsche steht dann hinten auf der anderen Seite, ne? Ja. Also falsch in Anführungszeichen, die Farben stimmen ja trotzdem. Hat Heiner sich dazu mal gemeldet? Hat er mal was gesagt? Also mich hat er nicht angeschrieben. Ich weiß ja nicht, ob Heiner überhaupt wusste, wen er da anschreiben soll oder ja, überhaupt zugeguckt hat. Also ich glaube, er hat es doch. Irgendwo hat es mal gesehen. Er war im Stream auf jeden Fall mal dabei. Ich meine, ich habe das mal gesagt dann auch. Freut sich bestimmt. So, was haben wir hier? Schön fein säuberlich alles abgestellt. Ihr habt echt gestriegelt. Ja. Das habt ihr aber gemacht, ja, bevor die Spritzen da waren, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Die haben wir halt nur nicht verkauft. Oh, okay. Ja, muss ja auch nicht. Wofür auch? Wenn man so auf euer Kontostand guckt. Die Demkos, das sind schon Brocken auch, ne? Die brauchen auch schon große Traktoren. Wahrscheinlich musstet ihr die dafür auch haben, ne? Genau, ja, das war ja exakt für diese beiden. Weil so ein normaler 1050 oder so hat ja sich dann doch recht schwer getan. Ja, glaube ich sofort, dass da ein bisschen mehr Dampf hinter muss, um die Dinger irgendwo in den Berg hochzuziehen. Wie die ganze Düngerkolonne. Die Sämaschinen. Da auch einiges am Start. Wir haben doch mit den Kleinen am Anfang angefangen. Das war schon müßig, ne? Die Sonnenblumenfelder mit den Kleinen anzusehen. Und das war heftig. Mit 3 Meter haben wir angefangen. Mhm. Ja, da habe ich den Tass auch stundenlang des Nachts noch ansehen sehen. Oh ja. Guck mal, und hier die schönen Ladewagenflotte. Hervorragend. Also. Ja, das war ja immer dann der Zuverdienst, wenn es irgendwo Stroh gab. Ja. Ach so, ihr habt den Straw Admissions Mod mit drauf, ne? Ja. Ja. Hat sich das denn wirklich gelohnt? Also war das wirklich so, dass ihr gesagt habt, das war... Also in der Anfangszeit auf jeden Fall. Okay. Ja, und 15.000 Euro pro Wagen. Also. Oh ja, das muss man erstmal haben. Und am Ende haben wir gesagt, nee, Stroh brauchen wir nicht mehr. Ja, das kann ich verstehen. Irgendwann ist halt auch durch. Weil man kann die Mission halt erst dann abschließen, wenn das Stroh gesammelt ist. Ja. Ja, guck mal, hier haben wir die, die Sattelzüge. Ja, da geht auch schon. Habt ihr mal geguckt, wie viel... Ja, das haben wir leider nicht. Wir haben diesen Kilometer-Mod nicht mit drauf. Ne? Das wäre schon auch spannend gewesen, oder? Weil ihr seid ja wirklich alles manuell gefahren. Mhm. Also, es wäre schon schön gewesen, bei den Schneidwerken nachher da haben wir ja mal so grob überschlagen, ja, weil wir so grob die Stundenzahl haben. Der Community-Drescher wurde bei 170 Stunden abgestoßen und gegen einen neuen ersetzt. Was? Wieso habt ihr den denn abgestoßen? Den musste man immer zu reparieren. Das ist, ja, das ist schon krass, ne? Wenn die richtig alt sind und direkt lang gelaufen sind. Der hat ungefähr eine Stunde durchgehalten. Der hat eine Stunde durchgehalten und dann war durch. 50% durch, dann musstest du reparieren gehen und das ging halt dann doch nicht mehr. Ich sag mal so, 170 Stunden ist auch eine Hausnummer, ne? Ja, absolut. Das, ja. Aber wie gesagt, ihr habt ja auch endlos viel Zeit hier verbracht, das ist ja schon irre. Ich finde übrigens immer noch tatsächlich, das mattschwarze Schneidwerk ist auch cool. Also das hat auch was. Mit den nur kleinen orangen Teilchen da drin. Guck mal hier. Ach, guck mal, eure Schafe. Na? Haben die euch denn, hat sich das gelohnt, die Schafe aufzuziehen? Also, sagt ihr, das war ein gutes Einkommen zwischendurch? Würdet ihr das so wieder tun? Am Anfang hat sich's, denke ich mal, schon gelohnt, aber jetzt eher weniger. Schönes Taschengeld, ja. Ja, ja, aber wieso die Strohnummer wahrscheinlich? Ne? Am Anfang durchaus lukrativ, aber genau. Ein bisschen selbstproduzierendes Geld, ne?
Also ja, da konnten wir immer mal wieder ein bisschen Saatgut von kaufen oder einen Dieseltank wieder ein bisschen auffüllen. Ja. Ja, das kann man schon auch sagen, ne? Als Fazit, die ersten Wochen waren mindestens zwei, die ersten zwei Wochen waren mindestens, waren schon auch eine wirkliche Herausforderung. Da gab es nicht so Break-Even und wir haben Geld übrig und da habt ihr ja sogar noch mit mir verhandeln wollen für jeden Euro. Ja. Aus gutem Grund. Das war gerade an. Fürs Öl echt Geld gebraucht. Ja. Das Anstrengende war halt gerade die kleinen Arbeitsbreiten, wo wir da am Anfang hatten, mit die 3 Meter, 6 Meter. Da bist du halt wirklich sehr, sehr lange unterwegs gewesen, immer auf den Feldern. Aber genau darum ging es ja. Das ist auch wirklich eine Herausforderung. Das sollte ja nicht geschenkt sein. Und das kann man definitiv sagen, die ersten Wochen war definitiv nicht geschenkt. Ich glaube, so nach 3 Wochen zeichnete sich ab, dass ihr dann ziemlich sicher, zielsicher auch große Mengen liefern könnt und dann ging ja auch Geld bei euch rein, noch immer wieder mehr. Ja. Ja. Hat immer wieder weh, wenn ich das Öl in den Global Market gesteckt habe und musste das Geld wieder abziehen vom Konto. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, ansonsten wäre es auch keine Herausforderung gewesen, wenn wir das anders gemacht hätten. Dann hättet ihr Öl reingeführt und dann wäre nach 3 Tagen gut gewesen. Dann hättet ihr nach 3 Tagen schon eine große Flotte gehabt. Hm. Mario, allein diese 4 Schneidwerke hier an den Dreschern dran haben 164 Stunden drauf. Insgesamt. Da muss man schon überlegen. Das ist nur mal so als kleines. Ja, und das ja nicht über, über Wochen oder Jahre hinweg, sondern in 1,5 Monaten. Ne? Und wir haben vorher erstmal das Originale gehabt, weil das sind jetzt alles die TAS-Schneidwerke. Genau. Dann auch nochmal lieben Dank an TAS, dass er das noch schnell gemordet hat. Aber die waren ja auch nicht schneller als die Originalen. Nee, die waren. Schneller fahren sie nicht, aber. Nee. Die passen halt besser zum Drescher. Das ist wahr. Das ist absolut wahr. Also da muss man TAS auf jeden Fall danken. Das haben wir ja auch schon häufig getan. Ja, coole Nummer. Also ihr habt auch hier auf dem Hof ein bisschen was umgebaut, ein paar Sachen, ein paar Hallen verändert, weggefahren, neu hingestellt. Wahrscheinlich aufgrund der Größenordnung passte das besser, ne? Ja, wir brauchten halt durchverhallen. Ja. Weil die Road Trains, die passen halt nicht mehr in die kleine Halle rein. Ja. Genau. Wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo man sagen müsste, irgendwie bräuchte man vielleicht noch eine Durchfahrhalle oder sowas. Ja. Wenn es jetzt weitergehen würde, meine ich jetzt. Ja. Wir können mal, vielleicht gucken wir mal, ich überlege gerade, ob wir. Doch, wir gucken jetzt mal auf die Karte. Ja. Schauen wir mal das. Wie sich die Karte so mittlerweile entwickelt hat. Also seht ihr, es gibt noch immer überall Sonnenblumen. Also ihr habt wirklich dann auch im Kern Sonnenblumen weitergemacht, ne? Wir haben auch für dich noch ein Feld übergelassen, wo du gleich noch ernten darfst. Ach so. Ich bin ehrlich, eigentlich hatte ich heute nicht vor, noch zu arbeiten. Das sollte hier so eine ganz entspannte, ruhige Runde werden. Ja, wir hatten eigentlich gesagt, wir haben mit Sonnenblumen angefangen, dann hören wir auch mit Sonnenblumen auf. Ach so. Genau. Ja, können wir gleich gucken. Vielleicht machen wir das nach dem Video. Machen wir gleich noch eine kleine Abschlussrunde so privat nach dem Video. Haltet ihr davon? Ja, das können wir auch. Ja, doch. Ja, sehr gerne. So, hier sind wir auf der Karte und ich würde sagen, ja, etwas über 50% sind auf jeden Fall jetzt gekauft. Vielleicht sogar 60% könnte man sagen. Mit kleinen Schnipseln. Aber ihr habt es auch ausgerechnet, ihr könntet die ganze Karte theoretisch kaufen. Ne? Das wäre schon möglich. Ja, ich bin locker drin. Haben wir denn hier überhaupt noch? Sind die so groß? Ja, aber die kosten aber doch immer schnell mal ein Millionchen, so ein Feld, ne? So ein größeres. Ja, aber gut, mit den 90 Millionen habt ihr ja auf jeden Fall dicke drin, das sehe ich auch so. Die meisten großen haben wir ja. Ja, genau. Ja, und die anderen, die mit dem Millionchen, also das sind vielleicht nochmal 10 große und dann werden die auch schon wieder kleiner. Von daher muss das auch das Dicke hin, das denke ich auch. Ja, das ist schon mal ein Riesending, was da zusammengekommen ist. Aber ihr habt ja noch mehr gemacht, ne? Ihr habt ja noch ein spezielles Ziel, hattet ihr euch ja noch vorgenommen. Ja, da können wir jetzt mal alle rüberspringen.
Wo ist denn? Das ist unten im Süden irgendwo gewesen, ne? Unten rechts in der Ecke. Ja. Zur Achterbahn. Also, liebe Zuschauer, die Achterbahn kennt ihr vielleicht von der Silver Run. Die ist hier auf der Department Oberon hat der Kollege Deckel die auch eingebaut. Und natürlich auch mit den ganzen Anforderungen, die da zu tun sind. Das heißt also mit dem ganzen Holz, was dahin zu liefern ist, Bretter und Platten und was weiß ich, weiß gar nicht, was alles hingeliefert werden musste. Schindeln. Besser, Metall, Stühle. Genau, Metall. Stühle, Eimer. Fertigwände. Ja, genau. Da muss eine ganze Reihe. Eine ganze Menge Zeug hingeliefert werden. Und das habt ihr euch auch nicht zusammengecheatet, sondern ihr habt es tatsächlich wirklich forstmäßig geerntet, ne? Ja. Kannst du ja gleich auch noch zeigen. Ja, du weißt ja, wo wir geerntet haben. Ja, da können wir gleich nochmal eine Runde rüber hüpfen. Das finde ich schon eine Herausforderung. Also ich weiß, wir haben das ja mal in einem Projekt gemacht, das auch für Silver Run Forest, da haben wir ja die Achterbahn mal guck mal hier, jetzt ist anders sogar. Ich glaube, die haben wir gar nicht regulär gebaut, beliefert, oder haben wir das gemacht? Da müssen wir mal eben helfen. Segelschiff-mäßig, ja. Ich glaube, ihr habt die regulär beliefert, aber ihr habt dann ziemlich sehr viel gespult gehabt, dass das Zeug durchgelaufen ist. Ja, genau. Also das mussten wir auf jeden Fall machen, aber ich glaube, wir haben die wirklich vollgeliefert und wir haben dann das Segelschiff noch gebaut. Das war dann so unser Abschluss. Genau. Aber ich weiß, das war eine irre Menge an Zeug. Und wir sind ja auch schon relativ viele gewesen und wir haben viele Abende daran gespielt, um das alles zusammenzutragen. Also das ist nicht mal eben so gemacht, das weiß ich wohl. Nun ja, die Mengen herzustellen ist nicht das Problem. Das größere Problem ist, dass die Achterbahn so langsam aufgebaut wird. Ja, genau. Dass es so lange dauert. Ja. Und man sieht nicht so richtig halt, was geliefert wurde, weil es halt nicht angezeigt wird, alles, was drin ist. Ja, das finde ich tatsächlich auch. Also da könnte man auf jeden Fall nochmal nachbessern. Das ging uns auch auf die Nerven. Wir hatten nachher sogar überliefert auch an einigen Stellen. Ja. Wir haben auch überliefert. Also wir haben alles reingebracht, wo immer stand, fehlt. Und machen wir auch eine Testfahrt, oder? Ja, Mario macht jetzt eine Testfahrt. Mal alle rein hier, oder? Geht doch hier, oder? Ja, doch, ich sitze neben dir. Ja, so, bitte. Hier mal alle reinsteigen. So, zusammen eine Fahrt. 15 Sekunden haben wir. Doni? Ja, oder wird ihr schlecht auf der Achterbahn? Ich habe keine Anzeige zum Einsteigen. Ja, er muss hier ein Stück weiter. Nee, ich muss ein Stück weiter an die Achterbahn. Und da. Jetzt. Und R. So, genau. Das hat genau gepasst. Eine Sekunde. So, Freunde, ab geht die wilde Fahrt. Also die Arme hoch. Dauert noch ein bisschen. Jemand mit Höhenangst dabei? Auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich mich in so ein Ding reinsetzen würde. Ja, doch, meistens tue ich das doch wieder, um das zu überwinden, aber. Wait, let's discuss this. Witzig, das habe ich gar nicht festgestellt. Der Wagen kippt ja sogar zur Seite in der Kurve. Ja. Wusste ich ja gar nicht. Guck mal. Ah, da kann dir sogar schon hier ein bisschen anders werden, ne? Aber gut, dass wir keine 3D-Brillen haben. Eine Runde drehen wir aber noch, oder? Ah, logisch. Läuft die von alleine weiter oder müssen wir jetzt aussteigen? Ach, tatsächlich, müssen wir wieder einsteigen. Wir müssen alle wieder einsteigen. Komm, ich setze mich jetzt mal nach hinten. Geht immer nach vorne. Ups. Einfach mal die Perspektive wechseln. So. 13 Sekunden. Gehen da genau 16 rein? Kann sein, ne? Ja. Mhm. Das sind genau 16 Sitzplätze. Da wüsste ich ja schon mal gerne, ob es mal eine Gruppe gegeben hat, die da mit 16 drauf gesessen hat. So, hier hinten fühle ich mich auch viel sicherer. Wenn das vorne entgleist, dann haben wir auf jeden Fall Pufferzone. Ja, Mario, du möchtest auch immer neben mir sitzen, ne? Sitzt du neben mir? Ja. Schon wieder. Weiß nicht, kann man noch aussteigen? Hey, letztes Kasse ist. Angst. So,
Los geht die wilde Luzi. Und ab geht die Post. Wie witzig hier, wackelt ja auch. Wirklich, also von hier vorne ist die Perspektive fast wie eine echte Achterbahn. Also hier hinten flackert der Hinterkopf. Jetzt geht's. Ja, jetzt flackert er wieder ein bisschen. Dann sind wir schon wieder da. Ja, also leider ist halt eine kurze Bahn. Ich finde wirklich, also die Achterbahn könnte vielleicht mal eine größere bauen. Das kann ja nicht gewesen sein. Ah, schön. Ja, sehr cool. Also, Achterbahn aufgebaut. Mega. Und ihr wolltet mir aber noch zeigen, wo ihr das gemacht habt, beziehungsweise alles aufgebaut habt, ne? Springen wir mal dahin. Das ist oben. Bei Feld 5. Feld 5. Oh, ich bin schon hochgesprungen. Ah, ihr habt da... Also, Freunde. Sag mal so, ihr guckt doch alle meine Videos, oder? Ja, wir haben immer gewartet, dass du kommst und hier das gründlich machst und vernünftig machst. Ja. Aber wir haben keinen talentierten Landscaper und Dekorateur in unseren Reihen. Ja. Ach so, wirklich. Und obwohl ihr so die Videos immer guckt und zuguckt, wie ich Landscape, da ist nichts hängen geblieben. Ich habe nur gebaut. Und ja, teilweise haben die Gebäude das auch nicht zugelassen, dass man außenrum malen darf. Okay. Echt nicht? Nein, weil Paint, Terraform, Everywhere haben wir ja nicht. Ja. Deswegen geht auch leider der Weg, der hier drüben ist, nicht bis ganz zur anderen Straßenseite durch. Da durfte ich nicht mehr malen. Da kann ich aber überall malen. Ja, dazu muss man aber auch die Rechte haben, Mario. Das dürfen nämlich nur die Admins. Ach so, ja, aber das wäre doch möglich gewesen, das durchzugeben, oder? Guck mal hier, geht super malen. Ich hab's mal, es sieht jetzt verwildert aus, ne? Hier ist Gras schon reingewachsen, das liegt aber auch daran, weil ihr schon lange nicht mehr gearbeitet habt hier. natürlich. Na klar. So, wo habt ihr denn hier abgeholzt? Hier links, da, hier war mal Wald, ne? Aber wohl. Hier war mal, ja. Hier war mal. Diesen Weg hier, wo du gerade gelaufen bist, ja, den gab es ja nicht. Wir haben hier den Hügel weggemacht. Als Straßenverbindung haben wir es uns eher gedacht, dass du schön drüber rüberfahren kannst, weil das. Ach so, ja, stimmt. Du hast dann auch ein bisschen aufgeregt, dass du da nicht rübergekommen bist. Ja, ich erinnere mich ja, als ich das mal versucht habe. Ach, und bis da vorne ran konnte man nicht malen? Ne, Straße im Weg. Bis zur Straße darfst du... Leider. Auf der einen Seite hat es funktioniert, auf der anderen leider nicht. Okay. Ja, schade. Dann haben wir hier noch das Problem gehabt, mitten im Weg waren dann so hohe Spitzen drin. Mhm. Da stand dann irgendwie noch ein Baumstumpf rum. Ja, das ist manchmal so. Nicht gesehen hat. Ja, das ist ja oft so. Das, dann denkst du, du hast irgendwie alles sauber erwischt und dann steht doch noch irgendwo einer rum. Ja, oder da liegt immer noch ein Holzkeil rum. Keine Ahnung, wo der dann herkommt. Ich hätte aber fast gedacht, dass hier, dass da mehr Holz notwendig gewesen wäre für die... Aber das, man sieht nicht, wie viel hier gestanden hat. Ne? Wahrscheinlich war das schon noch irre viel Holz, was hier runtergekommen ist. Ne? Naja, ich meine, hier ringsherum steht ja noch... Holz und das sieht man ja, wie die Fläche ungefähr bepflanzt war. Komm, gehen wir mal eben gucken. Das war jetzt nicht, dass das hier extrem viel mehr gestanden hat als woanders. Ja. Auf diesem Waldstück. Ja, aber man sieht schon, ihr hattet nicht nur die Mastbäume, ne? Nicht nur die Kiefern und Fichten, sondern ihr habt auch schwierigeres Holz dabei gehabt, ne? Alles, was kam, alles wurde abgeholzt. Ja. Ich glaube, der Hans, der hat da mit der Kettensäge keine Hand vom Mund genommen. Das hier sind übrigens die Pinien der Hölle. Teufelspinien. Sogar die haben wir mitgenommen. Ja, ich glaube, mittlerweile hat Giants doch nochmal dran gearbeitet, aber ich habe da einfach schlechte Erinnerungen dran an die Nummer. Ja. Dann
Also wir haben die einfach umgeholt, an die Windel dran und reingezogen. Ja, ich glaube, das ist auch, dann bist du da auch ein bisschen entspannt, wenn du die nicht mit Vollernter bearbeiten musst oder da oben mit den Köpfen, die irgendwie unsichtbar werden, wenn sie fallen oder so, dann geht das schon einigermaßen und so. Ob jetzt hier ein Unsichtbarer rumliegt, weiß ich. Nee, ich glaube, die werden nicht mehr unsichtbar. Ich glaube, das ist irgendwann mal behoben worden. Spätestens mit dem Platinum-Update war das eigentlich gegessen mit der Holznummer. Jetzt mach den Baum nicht kaputt, der will doch noch CO2 vernichten. Warum ja, vernichten? Na klar. Ja. Ist so klar. Und das ist der Grund, warum ich vielleicht nicht so häufig neben dir stehen möchte. Tut mir leid, Mario. Ja, ja, ich gehe jetzt hier irgendwo. Das tut dir überhaupt nicht leid. Das habe ich in deiner Stimme schon gehört. wir sind ja jetzt, also ich gehe mal davon aus, dass wir den Server jetzt demnächst runterfahren. Man muss auch mal aufhören. Weil sonst freut ihr euch nicht auf das nächste Projekt, wenn ihr den Server weiterhalten dürft. Ja. Und Fender muss auch mal, sollte dann schon auch mal irgendwann ein Ende dran sein. Aber erzählt doch mal so ein bisschen über das Projekt. Was fandet ihr gut? Was hat euch besonders gut gefallen? Was war vielleicht schwierig zum Anfang? Sag doch mal. Also was mir am besten gefallen hat, wir haben ziemlich schnell einen Rhythmus gefunden, dass es keinen Chef gab und keinen Mitarbeiter in dem Sinne, sondern dass wir alle miteinander geredet haben und derjenige, der gerade auf dem Server war oder der länger auf dem Server war, der die bessere Übersicht hatte, hat so ein bisschen dirigiert. Und ich denke, alle, wie wir hier sind, da sind wir zu einem guten Team zusammengewachsen und das ist das, was mir am besten daran gefallen hat. Das finde ich schon auch beeindruckend. Ja. Also man muss ja auch sagen, ja, ihr kennt euch vom Schreiben her in der Community, aber, und das betone ich nochmal, ihr habt vorher nie miteinander gespielt. Also ihr seid nie so aufeinander getroffen und habt nie miteinander gespielt. Das war eine der größten Sorgen, die ich am Anfang hatte, dass das irgendwie nicht aufgeht, dass man so viele Leute zusammenschmeißt. Es gibt so viele, viele Multiplayer-Projekte, die scheitern. Vielleicht wisst ihr das auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr schon mal ein Multiplayer-Projekt gespielt habt, das ist nicht immer sofort heidi-deidi Sonnenschein und alle sind einer Meinung. Das dauert ein paar Tage, dann funktioniert das erstmal und dann gibt es halt so Auseinandersetzungen. Ne? Ich glaube, ihr wart hier auch nicht immer einer Meinung, aber ihr habt das anständig gelöst und miteinander gesprochen. Ne? Sprechen den Menschen kann geholfen werden. Genau, und wir sind alles erwachsene Leute und jeder kann auch seine Meinung sagen und haben. Ja. Und dann genau, wenn es irgendwas gab, was zu klären war, dann gab es relativ zügig mal eben einen kurzen Post im Discord, wo dann jeder reagieren konnte mit Daumen rauf, Daumen runter, wenn es um eine Entscheidung ging, Sachen kaufen, verkaufen oder sonst irgendwas. Ja. Cool. Das hat gut funktioniert, ja. Also das kann ich gut nachvollziehen, Frank, dass das beeindruckend war und dass das Freude gemacht hat. Hat mir auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, dass das so gut funktioniert und dass es einfach gezeigt hat, dass die Community nicht nur stark zusammen ist, wenn wir Spendenstreams oder Aktionen machen oder wenn wir streamen, sondern auch einfach so zusammenspielen kann und das auch so vorantreibt. Also fand ich auch eine sehr, sehr coole Nummer. Ja, noch jemand, was hat euch gefallen? Was war gut? Was war? Ich sag mal so, es gab auch schon mal so einen Puls von 280. Ja, aber dann haben wir kurz danach miteinander gesprochen und dann hat es wieder funktioniert. Also ich würde jederzeit wieder mitmachen. Und dass hier wirklich keiner der Chef war, auch wenn ich Admin war, es kam mal die Frage, soll ich der Chef sein? Da habe ich gesagt, ich enthalte mich und die Sache wurde dann auch komplett auf Eis gelegt. Also es gab hier nicht wirklich einen Chef, es war wirklich so, der am längsten auf dem Server war, der wusste Bescheid, was ist zu machen, auch wenn ich drauf kam. Ich habe dann gefragt, Leute, wie sieht's aus? Weil meine Karte ist ja sowieso nicht durchgesynkt. Und dann habe ich halt gemacht, was sie gesagt haben. Fertig. Bitte. Nee, sehr gut.
So soll es sein. Machen, was die anderen sagen. Das sagt meine Frau auch immer, mach, was ich sage. Dann läuft das hier auch. Dann gibt es ja auch keinen Chef. Muss aber nur machen, was ich sage. Was meine Frau sagt, mache ich nicht. Macht er jetzt hier. Weißt du, jetzt traut er sich was. Mario, soll ich meine Frau eben wach machen? Nein. Lass mal, lass die mal schön schlafen. Ja, Sebastian, wie hast du das denn so empfunden? Ja, also ich fand es wirklich cool, wie das Ganze sich entwickelt hat. Mit Leuten, die man nur vom Schreiben her so kennt, wie du es schon eben gesagt hattest. Und dann so zusammengewürfelt. Und dann bildet sich da schon eine coole Truppe, mit denen es auch Spaß gemacht hat, hier zu spielen. Da hat man sich schon richtig drauf gefreut, dann abends auf den Server zu kommen und dann noch ein paar schöne Stunden zu verbringen. Also jederzeit gerne wieder, muss ich echt sagen. Also war super, die Zeit. Wird demnächst dann was fehlen? Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja bei vielen, auch nach dem Dauerstream, wo die halt so gesagt haben, ja, machen wir denn jetzt über Tag? Ne? Wenn man immer so den Stream nebenher laufen hat und geguckt hat, ob alles läuft und ob alles geht und mal kurz reinschreiben. Server ist kaputt. Ja, genau solche Sachen. Ja, das, was Sebastian gesagt hat, kann ich nur dicke unterstreichen. Dadurch, dass das jetzt auch mein erstes Multiplayer-Projekt überhaupt war, hat es mir nochmal umso mehr Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Mal nicht alleine nur zu wirtschaften. Ich werde mit demnächst auch öfters nach Multiplayer-Projekten suchen. Ich hoffe natürlich, dass nochmal irgendwas in der Art, dass es nochmal was geben wird. Da bin ich sicher. Komme ich gleich noch dazu. Wir haben da schon so eine Idee. Auch vor dem nächsten Dauerstream. Ja, das klingt sehr verlockend. Das habe ich jetzt gerade gemeint, dass es nicht unbedingt nur zum Dauerstream sein sollte. Eventuell gibt es da irgendwas für die Community, wo man vielleicht was möglich wäre. Ja. Ich meine, gut, man kann sich auch im Discord zusammenschreiben. Irgendwie. Genau, also das ist alles möglich. Natürlich können wir das auch organisiert machen. Aber natürlich könnt ihr auch im Discord zusammenschreiben. Dafür ist es ja auch da. Ja, gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten. Ich kann dir allerdings auch sagen, nicht jeder Multiplayer läuft so toll reibungslos von Anfang an durch. Also das ist schon cool, dass das so funktioniert hat. Ich habe da auch schon andere Szenen gehabt. Hans, denn so dein Ding? Ja, ja, man kann eigentlich nicht mehr viel sagen. Es ist eigentlich alles gesagt worden. Super Truppe, super Aktion von dir, von deiner Seite her. Und ich wäre aber beim nächsten Mal wieder dabei. Das ist ja sowieso klar. Ich glaube, das ist wirklich das schönste Feedback, was man kriegen kann zu so einer Aktion. Wenn die Leute alle sagen, hey, machen wir nächstes Mal gerne wieder, sind sofort wieder da. Dann muss es ja gut gewesen sein. Ja, danke dir. Ja, Toni und Felix haben wir, glaube ich, noch. Wer will anfangen? Toni, fang mal an. Dann mache ich das. Also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe letztens schon zu den Jungs gesagt, irgendwie habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht wirklich seit Anfang an dabei war, weil ich halt wirklich warten musste, bis ich die Kanalpunkte zusammen hatte. Ja. Und ja, also irgendwie ist es schon ein bisschen schade, dass das halt jetzt dann wieder halt alles, die ganze Gruppe so auseinandergerissen wird. Also ich hoffe, dass man dann sich bald mal wieder sieht. Da bin ich ganz sicher und auseinandergerissen. Also ihr habt ja auf jeden Fall die Chats noch. Und wie gesagt, komme ich gleich noch mit um die Ecke. Aber trotzdem auch schön, dass du das so sagst. Dass es ein bisschen schade ist. Aber das macht es auch aus. Sag ich dir ganz ehrlich. Wenn man das jetzt das ganze Jahr über hat, dann weiß man das vielleicht gar nicht so zu schätzen. Ja. Felix, mein Lieber. Ja. Bleib ich noch über am Ende, wa? ich muss tatsächlich sagen, mich hat das Ganze so gereizt, dass ich, wo ich sagen muss, ich habe das letzte Jahr, den 22er, relativ wenig angepackt und wenig dran gespielt, weil es auch gerade irgendwie viele schöne andere Spielchen gab, die ich so auf dem Rechner gefunden habe oder mir zugelegt habe. Das hat mich so gepackt und die Truppe war auch so toll und nett, dass ich auch wirklich fast täglich
den Trecker angeschaltet habe quasi. Ah, cool. Das heißt schon einiges, ne? Dass ich wirklich dann jeden Abend auch wieder mal so 2, 3, 4, 5 Stunden, je nachdem wie es denn war, wann man dazugekommen ist, wie lange die Leute gemacht haben, dann mit dabei geblieben bin. Ja. Wir haben ganz oft viel abends der Spruch, auch in den letzten Abenden noch, wo wir jetzt hier im Januar unterwegs waren, oh, eigentlich ist schon wieder viel zu spät. Aber das mache ich jetzt noch mal eben. Ich mache das so, noch mal eben, genau. Ja. Nee, Felix, falsch. Wenn du online kommst, heißt es immer die Nachtschicht. Ja, richtig, genau. Nachtschicht ist anwesend. Ja, auch schön. So, und wenn du dann in der Arbeitswoche teilweise bis 1.30 Uhr oder 2 Uhr hier noch übers Feld juckelst, dann und weißt, der Wecker geht um 6:30 oder sowas, dann wird das Aufstehen schon auch manchmal ein bisschen schwerer, ne? Ja. Aber es hat trotzdem so viel Spaß gemacht. Ja, cool. Es hat so einen Spaß gemacht, dass das nachher nicht mehr gestört hat, muss ich ehrlich sagen. Ja, schön. Aber ja, ich kenne das auch. Die Projekte, die einen so reißen und in so neuen Projekten einsteigen und dann einfach so irre lange da dran hängt und dann, ja, und dann auch mal 3 und 4 Stunden Schlaf ausreichen müssen. Ja, schon schön. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann mit den Leuten dabei noch die ganze Zeit quasselst, ne? Ja, genau. Dann, das ist halt genau das, ne? Das ist ja nicht nur so, dass du mal eben das Feld fertig machst, sondern dass er einfach auch vorbeigeht, weil du die ganze Zeit was zu quatschen hast. Ja. Vor allem geht die Zeit dann so schnell rum, das merkst du dann ja gar nicht. Das ist wirklich so. Gerade eben noch 8:30 gewesen und dann auf einmal 1:30 auf der Uhr. Und das war gerade erst vor 5 Minuten. Genau. Ja, finde ich auch gut. Was ich wirklich schade fand, ist mit unserem Tobi, dass er so Sync-Probleme hatte, dass er wirklich sehr selten auf dem Server konnte und irgendwann dann gesagt hat, ich will euch nicht mehr auf den Sack gehen. Ich lasse es sein, weil wir kriegen immer nur die Sync von ihm, Aber er kam definitiv nicht auf den Server. Es war so selten, dass er mal draufgekommen ist. Ja. Ich fand es schade. Absolut. Aber es lag definitiv nicht am Server. Weil Server-Neustart hat auch nichts gebracht. Ja, das kann ja viele Sachen haben. Das kann ja dann sogar auch der Anbieter sein und dann die Routing bei den Anbietern und so. Ich habe ja schon alles erlebt. Aber ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich das in Verbindung mit Gamed erlebt habe. Kenne ich so nicht. Da haben wir nie Probleme bei den Senioren. Wir haben bei den Hirschen spielen wir auf Gamed und hier in der Runde haben wir jetzt auch auf dem Gamed-Server gespielt. Das ist der einzige Fall, der mir jetzt bekannt ist, der das noch hatte. Aber wie gesagt, kann viele Gründe haben, aber ärgerlich ist so oder so, wenn jemand gerne möchte und Lust hat und dann nicht mitmachen kann, das kann ich schon auch vorziehen. Ja. In der Testphase hatten wir es ja gehabt, das gleiche Problem, 96% Ladestatus und du bist nicht auf den Server gekommen. Und dann haben wir uns halt da dran gesetzt und geguckt, ah, okay, es gibt Lua-Fehler. So, und die haben wir dann an Seite geschafft und dann lief der Server ja. Ja. Ja, natürlich, genau sowas muss man mal gucken. Einmal komplett neues Savegame machen und dann hat es ja funktioniert. Der Micha hat es ja mit mir ordentlich getestet vorher noch. Und ja, an der Stelle natürlich auch nochmal ein Danke an Micha, ne? Ja, auf jeden Fall. Der sich so mit so viel Ruhe und Entspannung auch reingehängt hat und er war ja. Micha steht morgens auf, startet seinen Rechner nur. Um den Game-Server neu zu starten. Ja, schon. Den wir ja nachher nicht mehr neu starten durften, ja. Wegen der Hirschcam, weil richtig. Sonst wäre die ja weg gewesen. Richtig. Ja, das lösen wir beim nächsten Mal auch noch ein bisschen anders. Aber das kriegen wir dann schon hin. Ja, vielleicht zum Schluss nochmal der Ausblick. Wir sind nämlich jetzt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde im Video. Das ist irre. Nur mal eben. Wow. Nur mal eben gucken, was wir hier so, haben. Übliche LS-Krankheit. Ja, genau. Ich spoilere es einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob es okay ist, aber ich habe. Der Andreas ist mit einer Idee um die Ecke gekommen. Wir haben ja immer unsere Osteraktion. Und da hat Andreas überlegt, wie wäre das denn, wenn die Community auf so einem Community-Server womöglich sogar auch wieder mit Hirschcam die Eier erstmal produzieren muss, die wir dann
die wir dann verstecken. Sehr schöne Idee. Das ist eine schöne Idee. Wirklich. Bin ich, Idee, ja? Bin ich dabei? Ich bin ja doch. So, da kriegt ihr nämlich alle Hasenöhrchen auf und dann müsst ihr schön mal Eier produzieren. Ihr müsstet dann wahrscheinlich hin und wieder auch ein bisschen gackern, damit die Hühner auch angeregt werden. Ja, guck mal, geht schon. Ja, merke ich schon. Ja, das könnte durchaus ausstehen, dass wir da entsprechend einen Server mit Produktion nochmal für euch aufsetzen. Und dann geht es sicherlich nochmal an das Eier produzieren für die große Ostereier-Aktion. Das machen wir auf jeden Fall wieder. Das macht auch irre viel Spaß. Einige haben gesagt, wie cool wäre das denn, wenn mal die Community versteckt und Mario und Andreas suchen. Und da habe ich gesagt, ne, Freunde, das passiert nicht. Das wird auf keinen Fall passieren. Nicht in diesem und im nächsten LS auch nicht. Und danach müssen wir mal gucken, was dann kommen muss, um mal so eine Aktion zu starten. Ich habe viel zu viel Spaß am Eier verstecken. Aber gerne mal suchen sehen. Ja, das glaube ich dir. Aber das wird hier erstmal nicht passieren. Es gibt Dinge, da muss man sich einfach distanzieren. Wenn man gerne Osterhase spielt, dann ist das auch genau meine Aufgabe. Könnte sein, dass der Osterhase ja unterwegs ist dann und Eier verdecken tut. Hast du jetzt auch deine Ohren aufgehabt? Nee, die Osterohren, die sind eher zu Ostern. Kann man die jetzt aufziehen. Ah, freue ich mich schon wieder drauf. Wieder eine witzige Nummer. Ja, also das wäre gut möglich. Ich habe euren Reaktionen entnommen, dass ihr nicht abgeneigt wärt, das zu tun. Und von daher ist es nicht mehr so ewig lange hin, bevor wir das auch planen und starten müssten. Aber seid gewiss, das ist nicht mit ein paar Eierkartons getan. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also wenn, dann wird da auch wieder gearbeitet werden müssen. Ja, ein paar Dinosaurier brauchen wir ja auch für die großen Eier, ne? Ja, wie witzig wäre das denn? Mit Hühnern ist das nicht getan. Wie witzig wäre das denn, so eine Dinosaurierfarm? So ähnlich wie mit den Bibern, ne? Ein bisschen ich, so. Ich hab mir's gerade gedacht, so wie die kleinen Biber, ja? Ja, an Ideen soll es uns nicht mangeln, bis wir diesen LS, also wir sind ja im Jahr des nächsten LS voraussichtlich. Wissen ja alle nichts, aber voraussichtlich sind wir im Jahr des nächsten LS. Aber es gibt schon noch ein paar Aktionen, die wir noch durchführen können, bevor uns der LS zur Langeweile nötigt. Ich glaube, das wird. Ich wollte sagen, an lustigen Ideen mangelt es doch bei euch nie. Das ist wirklich so. Da gibt es immer was. Ja, aber meine Lieben. Stell uns eine Herausforderung und die Community besteht die. Wir lösen sie. Wahrscheinlich, ne? Mal nicht den Mund so weit aufreißen. Frag mal Willi, wenn ich wieder neue Ideen habe. Es gibt Tage, da sagt er auch, boah, Mario, können wir nicht einfach das machen, was wir vorher ausgetestet haben? Ah, schön. Ja, mein Lieben, ich, für euch, liebe Zuschauer, ist es das gewesen? Das war der letzte Eindruck von der Department Oberon in diesem Projekt. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgespielt haben. Und das sind natürlich nicht nur die Jungs, die hier gerade noch so eisern bis zum Schluss durchgehalten haben und so wacker spielen. Das sind natürlich auch alle, die zwischenzeitlich dabei waren, die da mitgemacht haben aus der Community, die aufgepasst haben, die administriert haben, vorbereitet haben, ne? All die sind zu nennen und denen ist ein Dank auszusprechen. Ich sag danke und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns und dann springen wir gleich noch zum Sonnenblumenernten einmal rüber. Dann dürft ihr auch nochmal Tschüss sagen. Ja, danke schön und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss. Ciao. Bis bald und bye bye und frech, frech. Hey, warte, nicht bis bald, sondern und nicht bye bye unter D, sondern bye bye, es war schee. Bye bye, es war schee. Oh, schön. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, so sind die Schwaben halt hier. Gut, meine Lieben, auch von mir, wie immer, das berühmte bis zum nächsten Mal, alles Gute, bye bye und Ade.